Der vierte Arbeitsauftrag. Zielverkauf von eigenen Erzeugnissen. Ziel heißt immer, es ist eine Rechnung im Spiel. Dann kommt die Frage, haben wir die Rechnung geschrieben oder haben wir sie bekommen? In dem Fall haben wir etwas verkauft. Folglich haben wir die Rechnung geschrieben und dazu gehört das Konto Forderungen aufgrund Lieferungen und Leistungen. Dann der Betrag, der steht hier ganz außen rechts schon da. Das ist natürlich der Bruttobetrag. Forderungen ALL und Bruttobetrag, das gehört immer zusammen. Und die anderen Konten, die weiß man am besten auch auswendig. Das sind zum einen die Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen. Das ist das, wovon unsere Firma lebt. 120.000 Euro, das ist nämlich der Nettobetrag, den wir auch einfach nur abschreiben können. Umsatzsteuer drunter geklatscht mit dem richtigen Umsatzsteuerbetrag. Und hier heißt die Umsatzsteuer auch wirklich Umsatzsteuer, auch im Konto, weil wir verkaufen etwas. So, und jetzt können wir uns auch überlegen, was bedeutet AR? Das steht offensichtlich für Ausgangsrechnung. Und solche Abkürzungen, die lerne ich persönlich nicht auswendig, sondern ich weiß sie mit der Zeit einfach auswendig, weil ich viel, viel übe. Also ich nehme alle Übungsaufgaben von der Sorte, die ich habe. Und wenn ihr solche Sorte von Übungsaufgaben habt, die irgendwelche Abkürzungen haben, dann übt ganz viel, dann wisst ihr das einfach. Und das ist für mich zumindest die richtige Art, das auswendig zu lernen. Also ich setze mich nicht hin, schreibe das auf Kärtchen und lerne es auswendig, sondern ich lerne es, indem ich die Aufgaben rechne. Bei dieser Art von Buchung müsst ihr unbedingt erkennen, dass es sich um Leib- und Magenbuchungen handelt. Eine Firma, die selbst Erzeugnisse herstellt, muss diese auch verkaufen können und Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen erzielen können. Wenn sie das nicht tut, dann ist sie bald pleite. Es muss also solche Buchungen geben. Und zwar in ausreichender Höhe, in ausreichender Menge. Und das muss euch ganz schnell von der Hand gehen. Zielverkauf. Da müsst ihr sofort dran denken. Ich schreibe eine Rechnung. Das ist gut für mich. Forderungen aufgrund Lieferungen und Leistungen. Dann die Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen, das ist auch einfach ein sehr wichtiges Konto und noch häufiger wird angesprochen die Umsatzsteuer. Und im Grunde genommen könnt ihr euch auch freuen, dass ihr Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen dürft, weil das bedeutet, ihr habt einen Umsatzerlös gemacht. Das ist was ganz Wichtiges. Gebraucht habe ich für diese Buchung 1 Minute und 30 Sekunden und zwar inklusive der sorgfältigsten Übertragung in die T-Konten. Der nächste Arbeitsauftrag, Barkauf von Büromaterial. Da wird mal wieder etwas aus der Barkasse herausgenommen und ihr könnt jetzt mal schauen, ob ihr die Aufgabe hinbekommt. Und die Lösung gibt es wie immer im nächsten Film.